willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Ich muss mal telefonieren. Diesel. Jo, Volker hier, servus. Moin, Volker. Was machen die Schweinchens? In einer halben Stunde kommt Ferkel Nummer 20 auf die Welt. Das heißt? Dann könntest du 10 Stück abholen. Okay. Viehtransporter hattest du inzwischen oder nicht? Ja, den habe ich. Den habe ich ja von der Gemeinde. Ich musste halt nur eine monatliche Rate von 500 Euro zahlen. Okay. Gut. Dann komme ich direkt mal rübergefahren. Ist okay. Der steht noch beim alten Baugrund von der Gemeinde. Da steht er noch. Habe ich noch keine. Kannst bei mir den LKW abholen kommen? Ist das ein großer Anhänger? Das ist ein für einen Sattelzug, ja. Also, ja, dann komme ich zu dir, holen LKW. Der steht in der Halle, wo der Drescher stand, neben dem Haus in der Halle. Ja, ich guck mal. Gut. Schlüssel stecken. Danke dir, tschüss. Tschüss. Gut, dann können wir nämlich... Achso, warte mal. Das bringt eigentlich noch gar... Ja, doch, die können schon mal vorbereiten. Weil wir müssen ja dann auch noch, hier die... Paletten und so weiter und so fort einfüllen. Hab ich gerade überlegt, eigentlich wäre es geschickt gewesen. Na, nee, komm. Wir machen jetzt erstmal die Schweinscans zum Metzger, dann können die schon mal schlachten. Und das Fleisch filettieren und weiß was ich was die da machen. Kenne mich ja überhaupt nicht aus beim Metzger. Oh, lalala. Was ist denn hier los, ey? Ich erinnere mich an was. Holla, die Waldfee, ey. Da musste ja wirklich aufpassen mit den Geschwindigkeiten. Ist nochmal deutlich aggressiver geworden. Ich sollte vielleicht gleich auch mal ins Tablet gucken, was Holzkohle und so macht, ob da wieder was parat ist. Steht in der Halle neben einem Haus. Auch so eine Halle neben dem Haus hier. War das LU am Werk? Guck mal da. Da liegt Zeug nebendran. Lol. Oh Gott, dieses alte Gelumpe hier fahren. Wieso fährt der nur so langsam? Oh Gott, ob ich damit überhaupt vor und zurückkomme? Ah, jetzt. Wenn er mal auf Touren ist, dann scheint er zu laufen.
dann holen wir den Anhänger ab. Dann fahren wir wieder her, holen die Schweinchen ab. Und dann wird man, denke ich, morgen die Paletten zum Metzger bringen. Leerpaletten und Kartonpaletten müssen da ja hin. Und dann müsste der eigentlich laufen. Dann hätten wir, dann haben wir auf jeden Fall noch eine zusätzliche Einnahmequelle. Weil wir sind einiges im Zahlungsverzug, was die Geschichte Kredit angeht. Und die da, Party oder was? Okay, das LU war fleißig, wie es aussieht. Ah, die sind noch dabei. Okay. Alter, was ist mit dem Auto los? Der zieht nach links, aber extrem. So. Bin mal gespannt, ob wir den Zuschlag hier kriegen. Volker Varuna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Servus. Du, ich habe einmal eine Rechnung wegen den Lohntätigkeiten bei dir. Du kriegst die Arbeiten im Forst kriegst du kostenlos. Oh, das ist nett. Und die zwei Aufträge auf deinem Feld kosten zusammen 5.500. Okay. Da hätte ich sowieso mal eine Frage. Ja. Wäre es eigentlich mal sinnvoll, wenn ihr deine Mitarbeiter hier auf Forst ein bisschen... Oh Gott, was denn hier passiert? Ein bisschen Forst schulst? Nö, eigentlich lohnt sich das nicht. Die wissen nicht mal, wie eine Kettensäge funktioniert. Ja, dann haben sie mal nicht aufgepasst in der Lehre. Ja, das sieht dann so aus. Was hast du gesagt? 5,5? 5,5, ja. Und dann werden auch Steuern mal wieder dran. Steuern? Zahle ich doch jedes Mal. Nee, Steuern nicht. Kredit. Ja. Und? Ja, wie viel? Was ist los? Ach so, ja. 31.500. Oh Gott. Ich glaube, ich stecke gleich fest. 31,5. Und wann? Besten jetzt. Genauso wie mein Geld. Ja, kriege ich diese Woche hin. Also. So. 31,5 und 5,5. Ja. Okay. Gut, weiß ich Bescheid. Die 5,5 werde ich wahrscheinlich bald anweisen. Jo. Gut, danke dir. Tschüss. Tschüss. Na, guck mal, gerade habe ich von dem doofen Kredit gesprochen. Da der Hacker 75.000 kostet, muss ich mir überlegen, wie ich jetzt an die 5,5 komme. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall da was verkaufen müssen. Guck ich mal gleich, wenn ich beim Schweinebauern bin. Was das kosten soll. Was die Ernte, die ich noch im Lager habe, was die bringt. Das ist nicht so gut, wenn es leckt. Hoppa.
vor allem, ich finde es ein bisschen komisch, dass jeder hier einen Führerschein hat. Von allem. Haben wir eigentlich, so ganz eigentlich, haben wir ja auch noch die Fahrschule. Aber irgendwie hat jeder jeden Führerschein schon. Komisch. Zielgerade. Abbiegen müssen wir jetzt nur noch in den Hof rein. Habe ich vielleicht vergessen, die Schläuche an den Anhänger ranzumachen? Sieht ganz so aus. Ja, die gehen gar nicht ran. Was ist denn jetzt los? Über den Spiegel da links, da siehst du ja gar nichts. Isel! Ja! Servus! Servus! Ich komme! Hab gerade mal eben Rüben reingeworfen! Warum ist das so, wie es ist? Ist es bei dir auch so stockend? Ein bisschen was, ja. Ah ne, jetzt geht's. Das war wohl dann was anderes. Okay. 10 Stück waren's, gell? Was hast du jetzt? Ja, warte. Was hast du jetzt? 2 Stück. 4, 6, 7, 8, 9, 10. 2 Stück hast du jetzt rausgekriegt. 2 Stück, ja. Oh, das lohnt sich doch. Ja, sind schon im Auflieger. Gut. Danke dir. Gerne. Bis doch. Dann mal, tschüss. Jo. Lebet wohl. Sehr gut, die ersten Schweinchen haben wir dabei, die bringen wir jetzt zum Metzger und dann holen wir die Paletten ab, Leerpaletten, Kartonpaletten. So, also, haut rein, macht's gut, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming Alice 19 meets Reality. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.